allerseits. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute das Ganzo 727. Hier in der Ausführung mit dem Digital Camo Muster. Kommen wir erstmal zu den nüchternen Daten dieses Ontario Red One für Arme. Haben wir hier wie immer 440C Stahl, so von Ganzo angegeben. Kann man glauben, muss man nicht. Aber warum sollten sie lügen? Ist vielleicht die asiatische Version des 44C Stahls. Gehärtet auf 56 bis 58 Rockwell. Haben wir eine Gesamtlänge von der Klinge von 8,9 cm. Wobei die effektive Schneidenlänge 8,5 cm beträgt. Und die Klinge 3,5 mm dick ist. So, im geöffneten Zustand haben wir 21 cm Gesamtlänge und geschlossen 12,1 cm. Wiegen tut das kleine schnucklige. Ihr hört mich schmunzeln, ich weiß ja. Das Red One für Arme oder Poor Man's Red One. 130 Gramm, hat einen G10-Griff und so ein. Sie selber sagen auf der Webseite, das ist ein Access Lock, aber es ist eigentlich ein Fake Access Lock, weil der ist nicht identisch mit dem originalen Access Lock von Benchmade. So, jetzt haben wir die Fakten abgenudelt. Könnten wir auch jetzt das Ding beenden und dann schönen Tag noch. Aber. Wenn ich nicht noch was dazu zu sagen hätte. Ich habe dieser Tage Ontario, nicht das Red One, sondern das Ontario Knife Number One reviewed. Das kam ja hier so in dieser Box da. Made in Taiwan, made in China. Also ich halte es einfach mal so ganz kurz. Ich mache mal den nächsten extra Vergleich. Schön, dass sie so zerkratzt sind, die Messer, aber bei mir werden die Messer benutzt und nicht nur in der Schublade gelagert, nachdem ich sie reviewed habe. No? So. Also ein Access Lock ist es vielleicht auch, aber der ist, sagen wir mal, modifiziert. Wie bei allen Ganzo-Messern ist der Access Lock ziemlich stramm. Also da gibt es nichts. Ich weiß nicht, wie die da. Also da ist die Feder schon extrem stramm. Da gibt es aber im Internet gibt's Videos, wie man diese Access Locks von Ganzo, die Feder, wie man die ein bisschen leichtgängiger macht. Ansonsten fliegt das ziemlich gut mit dem Daumenpin raus. Ja? Braucht man nicht viel üben. Ich muss mich dran gewöhnen, dass das da so ein bisschen stramm ist und nicht, sagen wir mal, beim Zurückschnellen, zu spät reagiere, den Lock loszulassen. Ja? Seht ihr? Ne, ich müsste vielleicht ein bisschen vorher üben, aber drauf geschissen. Kommen wir mal zu der Sache mit diesen ganzen Ganzo-Messern. Was natürlich einige mal abfuckt, ne, an den ganzen Ganzo-Messern ist, eben die Tatsache, dass man ein super Design für kleines Geld bekommt, wo andere Firmen richtig investiert haben und haben da R&D, also Research and Development betrieben, haben ein Design getestet und so weiter und so fort. Auf der einen Seite verstehe ich das, dass die Leute da so ein bisschen abgefuckt sind. Ah, der Postbote klingelt. Ja, war ausnahmsweise nicht für mich. Also, auf der einen Seite kann ich verstehen, dass es die Leute ein bisschen abfuckt, dass die so ein bewährtes Design einfach kopieren und das für weniger Geld anbieten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, wir wissen selber, es gibt in Deutschland ein paar Importeure, nennen wir sie mal Großhändler, die kaufen also irgendwo viele schöne Messer ein und legen da mal eben so 20 Euro
Aufschlag drauf. Wenn wir da echt gnädig bei sind, 20 Euro. Da wird es mal zum Beispiel aus einem 30-Dollar-Messer, wenn es überhaupt, ne, einem, sagen wir zum Beispiel einem Tenacious, da wird aber eben mal 50 Euro. Ja? Welche Importeure das sind, oder Großhändler, da möchte ich jetzt gerade drüber reden. Aber ich denke mal, wenn so eine Firma der Generalimporteur von Ganzo Messern wird, dann gibt es die nicht mehr für 16 Euro. Ja, shipped, sondern für 36. Ja, und dann liegen wir noch bei 14 Euro zum Original und ja, dann können wir beim Original bleiben. Ja. AOS 8 Stahl, hier haben wir 440C Stahl, sofern das stimmt. Interessant macht es halt diese Messer von Ganzo. Nicht nur aufgrund des Preises, sondern die Qualität. Und die ist bei das ist ganz so einfach. Ganz so einfach, ja. Ist bei ganz so einfach. Erste Sahne. Kann ich nicht anders sagen. Gut, Jimping. Hier ist so Spielzeug-Jimping drauf. Das ist nicht wirklich. Aber gut. Man kann nicht alles haben, ne? Verarbeitungstechnisch sind die Messer einfach hochwertig. Ja. Nochmal, würde auf dem Messer hier wirklich Ontario draufstehen, wäre das Messer auch seinen Preis wert. Ja. Die Dinger sind einfach grandios verarbeitet. Da versteht der Chinese sein Geschäft. Der Gürtelclip, ja. Der Hosentaschenclip ist ja, typisch Standard. Leider kein Deep Carry Clip. Ich würde es echt bevorzugen, wenn die mal so einen Deep Carry Clip machen würden. Das wäre doch mal für die Chinesen ein bisschen innovativ. Also einfach praktisch ein Bügel. Ja. Der Axis Lock oder Fake Axis Lock ist echt stramm. Also, das gibt schon Druckstellen hier. Ja. Seht ihr? Gibt Druckstellen. Also, es ist kein typisches Spielmesser, aber ich sagte euch ja. Es gibt Videos im Internet, wo man, oder gerade auf YouTube, wo man zeigt, wie man den Lock lockerer hinkriegt. Plate Centering oder Klingenzentrierung ist hierbei nicht ganz perfekt, aber okay. Ja? Da kann man ja auch noch ein bisschen dran rumschrauben. Griffschalen gefallen mir soweit ganz gut. Ist natürlich eine andere Hausnummer als das, was man so von Spyderco kannte oder kennt. Und anderen Firmen, die ja, diese ACU Digital Camouflage machen. Ist auch hier ein bisschen dunkler. Ja. Ist aber auch eigentlich im Prinzip ist es egal, weil wenn ich das Messer benutze, sehe ich den Griff nicht mehr. Alles klar? Also hier in meiner Hand verschwindet der Griff fast ganz. Ist also ein bisschen was knapp für mich. Ja? Ich stoße hier also auf meine Grenzen. Nicht richtig gut durchdacht ist der Pocket Clip. Ja? Der hinterlässt nach längerem Gebrauch hier Druckstellen. Ja? Das war beim Original eben nicht so. Der auch beim, habt ihr gehört? Also das liegt am Axis Lock. Und hier am Liner Lock. Der kommt ein bisschen satter im Klang. Ich dazu sagen muss hier, also wenn ich Linkshänder wäre, ist der Clip genau auf dem Mittelfinger. Bei dem hier eigentlich auch, aber es wird enger. Seht ihr? So, und jetzt überlegen wir mal. Ne? Da ist der Pocket Clip vom Original einfach besser zu handeln. Nochmal über den Preis gesprochen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, war eine 13 Euro, 16 Euro. Ist schon was länger her, dass ich das Messer habe. Länger her, dass ich das Messer habe. Ich habe das Messer schon was länger. War eine Zeit lang bei mir in der Rotation drin. Ist auch ein
trotz allem, dass es echt schwergängig ist, hat es einen unheimlichen Spielspaß. Ne? Und ist wirklich top eingestellt. Also wie die Asiaten das für den Preis da hinkriegen, das kann nur durch Lohndumping erklärt werden. Ne? Tja, das war es eigentlich schon so zu dem Messer. Außer wir machen noch mal einen kleinen Schnibbeltest. Ja? Push Cut ist jetzt nur an und dann ziehe ich nur das Blatt Papier durch. Dass es dann am Ende natürlich sich ein bisschen verwindet, ist klar. Das liegt aber am Papier. Ja, alles klar. Ansonsten könnte ich auch hingehen auf die gute altbewährte Methode durchziehen. Papierlöckchen. Also mit dem Messer hier Papierlöckchen zu machen, das ist fast schon Meditation. Mal gucken, ob ich das mit dem hier hinkriege. Obwohl, das wäre ja unfair. Das habe ich ja öfter so im Gebrauch gehabt. Ich habe öfters in Gebrauch gehabt. Ich muss gestehen, ich will ja nicht lügen. Ist das Messer ein Kaufwert? Aber 100%. Muss ich mich schuldig fühlen, dass ich einen Klon gekauft habe, auch noch mit einem geklonten Access Lock? Nö. Interessiert mich ein Scheißdreck. Ja, ich will ein gutes Tool haben, ich will ein gutes Messer haben und es soll funktionieren und es soll mich nicht die Welt kosten, weil für das Messer kriege ich 4 von 3. Ja, ich will nicht sagen, dass das scheiße ist, dass der Preis so hoch ist, aber gut, dafür haben sie halt in R&D, Research and Development investiert. Ganz so hat es halt geklont oder geklaut, gemobst, wie auch immer. Aber ich kriege 3 Messer davon und ich kann mir 2 andere Messer von Ganso kaufen für den Preis von dem hier. Na, das ist halt, wie soll ich sagen, vielleicht auch ein bisschen Prepper-Gedanke. Ne? 3 Messer mit 3 Messer für 1. Da hast du länger von. So, und das war es jetzt eigentlich schon. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja. Genießt euren Tag und tschüss, Matjot, schwenkt der Hut, tschüss, hau ab und schwenkt die Kapp.